Saftig und süß, nun müssen sie ab nach einem langen Sommer. Seit dem frühen Morgen erntet Familie Engelhardt den Dunkelfelder auf dem Weinberg bei Heppenheim. Auch Tochter Sandra ist dabei. Wir haben die letzten Jahre wenig so tolle Trauben hier gehabt. Und scheinbar hat ja auch die Hitze das Jahr über überhaupt keine Schäden verursacht. Viel Wärme und Sonne tun dem Rotwein gut. Vielleicht haben die Trauben, die Hans Engelhardt hier liest, sogar das Zeug zum Spitzenwein. Das Entscheidende dabei ist, dass er genügend Farbe hat. Und das sehen Sie, da ist Fruchtfleisch, da ist Saft. Alles in einem astreinen Zustand. Hans Engelhardt und seine Erntehelfer müssen sich beeilen, damit die Trauben nicht doch noch verderben. Jetzt gerade ist das Wetter optimal, trocken und nicht zu warm. An der Sammelstelle der Bergstresser Winzergenossenschaft liefern die Winzer die Trauben ab. Sie hoffen auf einen guten Jahrgang. Dabei hatten sie im Juli noch Ernteeinbußen befürchtet. Die Trockenheit war vor allem im Juni, Juli sehr stark. Und deshalb war der Augustregen sehr willkommen. Es hätte natürlich schief gehen können, aber wir sind jetzt froh, dass wir einfach in dieser Situation sind und Ausblick auf einen guten Herbst haben. Auch der Müller-Thurgau ist schon reif für die Weinlese. Hier wird er mit einem Vollernte eingeholt. Auch ihm hat die Hitze dieses Rekordsommers gut getan. Genauso wie dem Dornfelder und dem Frühburgunder. Das bedeutet eben, dass man eine längere Reifephase einplanen kann, was insbesondere für den Rotwein sehr wichtig ist. Beim Weißwein, der Riesling gehört nicht unbedingt zu den Gewinnern, weil er eben spätreifend ist und dann oft im Sommer die Probleme bekommt mit sehr früher Fäulnis, gerade zu Beginn des Herbstes. Ausgerechnet der Riesling, der wichtigste Wein an der Bergstraße, noch hängt er an den Reben, mag die Hitze nicht. Schon nächste Woche soll er geerntet werden, rund 3 Wochen früher als sonst. Doch Hans Engelhardt ist guter Dinge. Sein Rotwein kann zum Spitzenjahrgang werden. Alles, was man bis jetzt sieht, ist ein guter zu erwarten, aber wir strengen uns jedes Jahr an, dass er gut wird. Und die Natur hat mitgespielt. Die Chancen sind gut. Werden die Weintrauben zu Edeltropfen? Erst nach der Weinlese lässt sich das sicher sagen. Schon jetzt ist aber klar, so ungewöhnlich wie das Wetter in diesem Jahr, wird auch der Wein.